Also warum machst du dir das Leben so schwer? Mach doch einfach das, worauf du Bock hast. Keine Entscheidung, die wir treffen, hat krasse Konsequenzen. Warum zeige ich euch bei einer Serie, die solche Inhalte bietet? Diesen ruhigen und ereignislosen Clip. Wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. How to Sell Drugs Online feierte am 31. Mai ihre Netflix-Premiere. Die Serie handelt von dem Jugendlichen Moritz Mund, der seine Freundin an den Drogendealer der Schule verliert. Also macht er seinen eigenen Drogenshop im Darknet auf, um sie zurückzugewinnen. Die Serie ist sehr gut sowohl bei Zuschauern als auch bei Kritikern angekommen, was zu einem großen Teil an der visuellen Darstellung liegt. Über die müsste ich auch gar nicht mehr sprechen, weil es eben schon so viele getan haben, aber ich mache es trotzdem, weil so eine große Mühe und Kreativität einfach gelobt werden muss. Jeder, der die Serie nicht gesehen hat, fragt sich jetzt, warum? Nun, einerseits wegen dem extrem guten Schnittstil, den kreativen Einblendungen und den echt intensiven Color Grading, andererseits einfach, weil... Ach, Gaming... Ganz ehrlich, meiner Meinung nach sollte eine Serie oder ein Film genauso aufgebaut sein. Die Informationen sollten durch Bilder übertragen werden. Das geschieht ja durch den schnellen Schnitt in Zusammenhang mit Social Media, durch die kreativen Clips, wenn es ums Erklären von Begriffen oder durch die visuellen Effekte, wenn es um Lennys Ecstasy-Trip geht. So, okay, jetzt reicht's. Genug geschwärmt. Was ist mit den Drogen? Moritz und sein bester Freund Lenny wollten schon immer ihre eigene Firma aufbauen. Ihr neuestes Projekt ist der MyTimes Shop. Was ist das? Unwichtig. Wichtig ist nur zu wissen, dass Moritz diesen in einen Drogenshop umgebaut hat. Und so wird das Element des Darknets in die Serie eingebaut. Dadurch entsteht auch ein kleiner Generationenkonflikt. Denn von der Generation Z, der neuesten Generation, war schon fast jeder mal im Darknet, während von der alten Generation fast noch nie jemand etwas davon gehört hat. Hier machen die Showrunner ihre erste Aussage mit der Serie. Die Polizei ist ja auch in gewisser Weise machtlos, beziehungsweise veraltet, und es ist total spannend, wie gut sich die Jugend im Internet auskennt, und das ist ja wirklich nicht weit hergeholt, dass ein Abiturient einfach ein Meisterverbrecher sein kann heutzutage und so, einfach weil das für die der natürliche Lebensraum ist und so. Das Darknet bietet eben auch eine neue Gefahr und schon fast ein Schlupfloch für Verbrechen. Die Serie zeigt generell eine Geschichte zwischen den Generationen. Zum Beispiel auch das Social-Media-Problem, welches im Gegensatz zur alten Generation in unserer eine große Rolle spielt. Junge Leute haben keine Pausen mehr. Und man sagt immer, die Pausen gehören zur Musik dazu. Und es gibt, das merke ich auch an mir selber, man wartet nicht mehr auf den Bus, sondern man guckt sofort in der Zeit bei Instagram, ob jemand was gepostet hat oder ob es irgendwas Lustiges, Kurioses gibt. Und bei den jungen Leuten ist es noch extremer, die müssen sich ja ständig darstellen auch. Ich merke selber, was für ein großes Problem Social Media ist. Man hat die Ablenkung, den Drang, etwas zu posten, seine Likes und Kommentare zu checken. Und dadurch geht auch jede Menge Zeit verloren. Und ja, es gibt auch keine Pausen mehr. Keiner versucht mehr, etwas Besonderes zu sein. Warum auch? Man kann ja im Internet einfach so tun, als hätte man das aufregendste Leben der Welt, und in der Realität... Scheiße. Naja. Doch das ist nicht das einzige Problem. Man kann sich mit Social Media eine zweite Identität aufbauen, die eigentlich gar nicht mehr dem eigenen Ich entspricht, sondern eine bessere, optimierte Version von einem zeigt. Aber... Du weißt schon, dass es nicht echt ist, ne? Hä? Die interessieren sich nicht wirklich für dich. Es ist alles... Fake. Wenn man so die Kommentare unter bestimmten Posts sieht, dann denkt man sich echt oft, nichts davon ist ernst gemeint. Denn sobald man unter zwei Posts von zwei verschiedenen Accounts Hübscheste oder Hübschester schreibt, dann ist es doch zumindest einmal gelogen. Oder? Wenn du etwas mit einem Herz likest, ist das nicht etwas übertrieben? Und auch wenn nur mal die wenigsten in meinem Alter Facebook verwenden, ist die Bezeichnung Freund nicht etwas extrem für jemanden, der einfach nur deine Beiträge sieht? Hier macht die Serie einen gewaltigen Kritikpunkt an die Gesellschaft. Wir verwenden Social Media falsch.
Oder zumindest nicht optimal. Aber hey, es ist nur eine Serie, wo kommt der ganze Ernst her? Ich meine, seht euch mal diesen coolen Shot an. Naja, das bleibt aber auch nicht das einzige gesellschaftskritische Theme. Und an dieser Stelle kommen wir wieder zurück zu den Drogen. Und wenn dann mal wirklich was ist, dann drehen alle gleich durch. Lisa, vielen Dank für diesen spannenden Gastbeitrag, aber ich glaube nicht, dass das hier der richtige Rahmen ist, um solche Themen zu diskutieren. Aber, Entschuldigung, aber ist nicht gerade das das Problem? Also, dass nicht darüber diskutiert wird. Warum sind Drogen wie Alkohol erlaubt und Drogen wie Ecstasy nicht? Beides kann einen Schaden zufügen, beides kann einen töten. Also warum ist das eine legal und das andere nicht? Nur weil irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, was richtig und was falsch ist, heißt es noch lange nicht, dass wir das nicht hinterfragen dürfen. Eine ähnliche Einstellung dazu hat Lisa, Moritz' Freundin. Ich nehme Pillen, damit ich so sein kann, wie ich bin. Mama, Leute nehmen MDMA, damit sie so sein können, wie sie sind. Glaubst du wirklich, das ist besser als 2 Tavo und eine Flasche Weißwein am Tag? Leute nehmen MDMA, damit sie so sein können, wie sie sind. Selbstfindung. Lisa hat 1 Jahr in den USA verbracht, um herauszufinden, wer sie wirklich ist. Zum Beispiel hat sie dafür Drogen genommen. Selbstfindung ist ein extrem wichtiger Punkt und ich kenne viele Leute, auch Freunde, die damit Probleme haben. Man beginnt den Sinn von allem zu hinterfragen. So, third time's a charm. Why do you want to change the world? To be honest, I don't want to. Did you know that there are billions of Earth-like planets just in our galaxy alone? We're insignificant. This is insignificant. It's all meaningless. Genau deswegen sind diese kurzen Shots so wichtig. Diese ganzen Leute, die da in Rinseln leben, die wohnen da ja nicht freiwillig. Die haben ja nicht gesagt, mein größter Traum ist es, eines Tages die gelangweilte Frau vom Mann am Sparkassenschalter zu werden. Dieses Theme von der Selbstfindung und der Sinnfindung begleitet uns die ganze Serie. Viele verwenden dafür Social Media oder eben Drogen. Aber auch Moritz wird hin und her gerissen und er muss sich entscheiden, was ihm wichtiger ist, seine Freundin oder seine Firma. Was macht mehr Sinn? Vielleicht nicht jede Figur, aber viele versuchen einen Grund hinter all dem zu finden, was sie tun. Ob jetzt mit Social Media, einem Auslandsjahr oder eben einem Darknet-Drogenhandel. Kreatives, visuelles Storytelling. Ja, das bietet uns diese Serie. Aber das, was dahinter steckt, ob bewusst oder unbewusst. Ein Fundament in der Serie ist ja diese Generation Z und die wollten wir halt echt total treffen und deren Lebensrealität abbilden und grandios.